Viratasana, die sogenannte Endstellung, ist eine Übung, die zu den Aufwärmübungen, den dynamischen Übungen des Hatha-Yoga gehört. Viratasana wird beschrieben im Sri Tattva Nidhi, einem Text vermutlich aus dem 19. Jahrhundert, der voller dynamischer Yoga-Übungen ist. Daniel zeigt, wie es geht, und ich zitiere dabei den 86. Vers des Sri Tattva Nidhi. Setze dich zwischen die Unterschenkel auf den Boden, beziehungsweise setze die Unterschenkel auf den Boden und bringe die Oberschenkel zusammen und lege dich auf den Rücken. Und dann hebe immer wieder den Rücken hoch und wieder runter. Und hoch und runter. Das ist Viratasana, das Asana des Endes, die Endstellung. Was nicht heißt, dass das das letzte der Asanas ist, aber du kannst das zum Beispiel machen vor der tiefen Entspannung, um dich zum Schluss noch einmal wach zu machen. Diese Stellung stärkt Gesäß, unteren und mittleren Rücken und aktiviert dich und öffnet die Chakren in Bauch, Herz und Kehle, also Manipura-Chakra, Anahata-Chakra und Vishuddha-Chakra.